Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachtaktiv Gaming. Mein Name ist Kalle und wir sind hier weiterhin bei Doom unterwegs. Und ja, in der letzten Folge bin ich hier hochgeklettert. Ja. Und jetzt habe ich hier einen Raum vor mir. So wie es scheint, muss ich trotzdem noch einen Tucken höher. Aber erstmal werde ich mich hier mal durchboxen. Gucken, was mich erwartet. Eine Menge Gegner gleich hier im ersten Raum. Das ist natürlich schön. Und freut mich. Aber jetzt hole ich mir erstmal wieder ein bisschen Munition. Und, ja, mal gucken, was mich in dieser Folge hier erwartet. Was war das für ein komischer Glitch? Und ja. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen Muni. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt. Der baut sein Schild aber auch auf wie Sau, ey. Heiei, ich kann es nicht leiden, ey. Zum Glück sind die bisher noch nicht in, naja, größeren Mengen aufgetreten. Sodass ich doch immer bisher immer noch doch ganz gut durchgekommen bin. Wow! Wow! Machen wir mal hier einen Raketenwerfer. Und adieu. Ah, jetzt kommt. Also, Raketenwerfer gegen diesen ist doch immer ganz gut einzusetzen. Ja. Geht auf jeden Fall schon mal ganz gut los. Ja. Also meine Aufgabe ist immer noch, Olivia Pierce zu töten. Da werde ich mich jetzt bisher auch... Oh, da habe ich keine Munition mehr für. Ja, da werde ich mich jetzt auch weiter mit beschäftigen. So. Wo muss ich hin? Hä? Noch Gegner gewesen? Nee. Also laut Karte muss ich runter. Dann sieht das kleine Pfeil, aber... Kleinen Pfeil, aber irgendwie... Muss ich hier langlaufen? Gibt es da oben irgendwie eine... Also da kann ich nicht langlaufen. Ich könnte da hoch versuchen. Oder hier? Nee, das schaffe ich auch nicht. Hm. Na, geht schon mit dem Rätselraten weiter, aber ich denke, da wo Gegner sind, bin ich sowieso richtig. Okay, da komme ich nicht rauf. Aber vielleicht mit dem Doppelsprung hier. So. Jetzt bin ich doch nochmal einen Tucken weiter oben. Da ist eine Rune. Aber ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wo ich hin muss. Das habe ich ja schon gemacht. Da war ich ja im Endeffekt schon. Ja, das ist hier eine Rune. Nicht, dass ich das jetzt machen muss. Oder? Nee, das mache ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt hier keine Runenprüfung absolvieren. Ich will hier im Endeffekt weiterkommen. Aber ich weiß nicht wo. 300 Meter? Ach, warte, jetzt bin ich doof. Hm. Weil da kann ich wohl wahrscheinlich nicht rein. Aber das sieht doch ganz gut aus. Wenn jetzt hier das Ding kommt, kann ich hier den nächsten Sprung hoch machen. Und dann bin ich da. Das sieht nach Munitionskiste aus. Das nehme ich natürlich immer gerne. Ist auch immer gut gesehen. So. Stopp. 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 Okay. Da kam ich hochgesprungen. Da geht's nicht... Also es geht irgendwie noch höher, aber ich weiß nicht wie. Gibt's hier irgendwie... Da... Ja. Sieht doch gut aus. Okay. Nächste Ebene geschafft. Ah, Treppe. Treppe ist immer gut. Mal gucken, was mich jetzt im nächsten Raum erwartet. Das wird wahrscheinlich auch nicht fröhlich werden. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Was mir versprochen wurde. Okay. Waffenhologramm. So, ich habe jetzt hier zwei Stellen. Das schaut danach aus, dass ich da hoch muss. Aber ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ja, ich denke da irgendwie hoch über die Zwischenplattform. Und dort werde ich dann das Endstück sehen. Jedenfalls. Okay, erster Sprung geschafft. Ja, ich denke, ich muss das zerstören. Aber da will ich keine Munition verschwenden, sondern nehme die Pistole für. Ah. Okay. Na komm.
Jawohl. Und letzter. So. Hat mir den... Okay, ich nehme jetzt mal die Schrotflinte und schwere Sturmgewehr. Okay, jetzt habe ich das gepackt. Speicherpunkt erreicht. Oh, jetzt werde ich ausgerüstet. Das kann nie ein gutes Zeichen sein. Was haben wir hier? Da brauche ich eine Hand für. So sieht das aus. Braucht man ja immer mal wieder. Alles klar. Werden wir uns wahrscheinlich der Olivia Pierce mehr... Ja. Das ist erst der Anfang. Okay, ich denke mal, ich brauche ihre Hand. Oh, shit. Ja, komm, weg mit dir. Oh ja. Das geht ja hier ganz gut ab. Alter! Jetzt stirb doch! What? Weg mit dem Eins. Alter. So. Da sind aber immer noch welche am Start. Was hatte ich denn hier? Los. Wow! Und weiter geht's. Wow. Alter, wie viel sind denn das? Mal hier aufs Plasmagewehr umschalten. Boah, ey. Halt, es ist abgesperrt. Na, komm, hier die Granate. Friss die Granate. Und weg. Alter, jetzt wird's langsam albern, Jungs. Ich hab hier kaum Bewegungsfreiheit hier. Da ist noch ein Dicker da gekommen. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Argentauer Kampf? Hä? Okay, Leute. Das muss ich jetzt nicht ganz verstanden haben. Da ist vielleicht irgendwie eine Art Cutscene gekommen, oder? Kann die Gier Heiligtum... Das Höllenportal auf dem Mars ist wieder offen. Du bist in die Höllendimension verloren und kannst nichts dagegen tun, dass die Dämonen unsere Welt übernehmen. Töte alles, was du siehst. Finde einen Weg zurück auf den Mars. Oha. Gut, Leute. Ich hätte wahrscheinlich den Kampf eh nicht überlebt. Hat mich schon gewundert, da kam ja immer mehr. Dass ich jetzt natürlich auf... Ich wusste, dass im Laufe des Spiels man auf in die Hölle kommt. Weil das auch schon bei den alten Doom-Teilen so war. Gut. Dass ich natürlich alles töten muss, was auf dem Weg ist, war mir schon klar. Das heißt, ich bin jetzt endlich in der Hölle. Dann setzen wir mal ins Feuer. Ich wusste jetzt, hätte ich auch da ins Ding springen müssen? Ich weiß es nicht. Also ich konnte nichts machen, als nur zu verteidigen. Okay. Das ist also die Hölle. Natürlich jetzt Low Ammo, ist natürlich ein bisschen doof. Aber vielleicht kriege ich hier auch in der Hölle mal neue Waffen, das wäre natürlich extrem cool. Aber ich bin auch mal froh, mal ein anderes... boah, guckt euch das an, ey. Mal eine andere Umgebung zu haben. Freut mich. Ein bisschen Abwechslung anstatt diese standardmäßige... diese standardmäßige Forschungseinrichtung irgendwie. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Alles klar, Jungs. Mal gucken, was ist jetzt... was jetzt hier auf mich wartet. Okay. Ich muss zum Ausgangsportal zurück. Und hier sind ein paar Gegner, aber ich weiß nicht... Was haben wir denn hier? Was ist das? Gaussgewehr. Okay. Da scheine ich nicht so viel Energie für zu haben.
Nehmen wir die mal hier noch so mit. Ah, und weg. Nein! Da wechsle ich mal lieber auf die Pistole, um den hier wegzudonnern. Ich bin ja einer, der lieber gerne alle killt. Aber hier will ich nochmal hin, Muni. Da will ich mich bestimmt nicht draufstellen, weil das könnte, sagen wir mal, tödlich sein. Aber eine neue Waffe, ist es immer cool. Dachte ich mir schon fast, dass es hier immer wieder neue Waffen gibt. Das kann man immer gebrauchen. Ah, hier die normalen Gegner. Sollten nicht so das Problem werden. Nochmal so eine Muni. Okay. Wow. Okay, da kommt ein Dicker. Und da brauche ich den Raketenwerfer, weil ich damit keine Späße mache. Den greife ich mir gleich weg. Und jetzt geht's auf das schwere Sturmgewehr. Weg mit dem. Boah, ey. Die sind zwar leicht zu besiegen, aber die haben eine gute Feuerrate, die netten Kerle. Okay. Gucken, wie lange dieser Trip zur Hölle überhaupt dauert. What the fuck ist das? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Boah, ey. Wie kommt denn einer mit Raketen-Energy-Technik in die Hölle? What the fuck, Junge? Verpiss dich. Rums. Oh. Alter Schwede, das geht ja hier richtig, richtig shitmäßig ab, ey. So, da brauche ich wahrscheinlich so einen gelben Dingsschlüssel oder was? Sieht danach aus. Jo, schätze ich mal. Was ist denn da jetzt hochgekommen? Können die nicht mich mal in Ruhe lassen? Zwei Stück! Okay, Raketenwerfer. Mein guter Freund der Raketenwerfer. Zack. Und zack. Ah, es scheint ein bisschen... Alter. Der erste ist down. Und der zweite geht jetzt down. Oh, aber in einem Aufplatzen. Aber da komme ich irgendwie nicht ran. Gucken wir doch nochmal hier nach links und rechts. Das ist hier so ein Distress-Signal. Doch nochmal hier die Muni nehmen. Doch nochmal hier hin. Ich muss da wohl runter. So schätze ich mal, weil hier es nicht weitergeht. Und da oben muss ich dann raus. Ja, schauen wir mal. Ah, hier haben wir überall noch da habe ich Max schon. Ich denke, ich muss da oben raus, rein, wie auch immer. Aber gucken wir doch nochmal hier nach links und rechts. Nochmal live, das ist wunderbar. So gefällt mir das Ganze. Wir haben hier irgendwo noch Gegner, da hinten, alles klar. Da kommt auch einer hochgestammt. What? Okay. So, den greifen wir uns so. Spar mal ein bisschen. Ei, du Wichser. Die sind aber fucking schnell unterwegs. Oh, noch so ein Dicker. Ja, ist ja gut. Wie viel gibt's denn von denen da auf der Hölle? Naja, gut, man kann ihn ganz gut unter Druck setzen, sodass er nicht um den kämpfen kann. Ist natürlich nice. Boom. Alter. Fuck you. Ja, ja, wenig Munition, ist mir auch schon klar. Ich wechsle gleich auf die Schrotflinte wahrscheinlich. Doppelläufige. Weg mit dir. Nein, der war daneben. Weg. Mit euch, ihr kleinen Penner. Ah, der hat mich aber auch zerfetzt. Was haben wir denn hier noch? Alles klar, weiter geht's. Da hinten ist noch einer. Ratatatatat. Ah, das war scheiße. Ratatatatatatatat. Weg. Oh, noch mehr. Noch ein Dicker. Alter. Alter, noch ein Dicker. Gehen wir aber auch... Nein. Nein! Oh, scheiße, ey. Oh. Verdammte Axt, ey. Muss ich wahrscheinlich alles nochmal spielen? Ja, kann sein. Je nachdem, wo der letzte Speicherpunkt war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, oh, warum sterbe ich denn so doof? Das ist doch kacke, ey. Darf ich wahrscheinlich alle nochmal umbringen?
Ja. Gut, Jungs, jetzt weiß ich ja, was auf mich wartet. Die ignoriere ich jetzt. Ist mir jetzt zu blöd. Okay, Leute, das geht jetzt ab. Jetzt bin ich sauer. Ich hasse das doof zu sterben. Es ist total unnötig gewesen, wie ich da gestorben bin. Warte, da wechsle ich dann doch gleich die Superschrotflinte. Und entscheide mich hier für den. Weil die macht halt super Damage. Das ist natürlich mega geil. Wenn die nicht da an mich rankommen, kann ich die sofort entkernen. Aber die Munition geht natürlich fix leer da. Das ist das. Das ist das Blöde daran. Ja, du mich auch. Also ich sterbe selten durch einzelne Gegner, vielmehr mache ich einfach irgendwelche dummen Fehler, das nervt mich ein bisschen. Das ist halt einfach unnötig. Und jetzt kommen hier die Dicken oder was. Und da wird jetzt auf jeden Fall das Ganze nochmal von vorne losgehen, eine schöne Gegnerhorde kommt jetzt auf mich zu. Dahin, ey, da bin ich da runtergefallen, ey, wie bitter. Wie bitter. Na, da haben wir doch den Dicken. So, da wechsle ich gleich auf den Raketenwerfer. Und lass hier nichts anbrennen. Oh, natürlich keine Munition mehr. Oh, scheiße. So, wenn ich hier oben bin, kann ich mich, glaube ich, hier ganz gut... Ah, ich wechsle doch lieber jetzt auf das Gewehr, was... Ey. Boah, noch einer. Alter. Alter Schwede. Jetzt bin ich hier ein bisschen eingekesselt. Das ist uncool. Aber ich kann ihn erst jetzt hier wegkloppen. Komm schon, Jungs. Komm schon. Stirb. Boah, hätte er mich jetzt runtergeschubst. Ich wäre so am Arsch gewesen. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Rampage. Das kann ja nicht sein hier. Ein bisschen speeden. Okay, da muss ich rein. Das macht es wahrscheinlich erst dann auf, wenn ich hier durch bin. Mit dem ganzen Trubabuhu. Boah, ey. Na, komm her. So, du bist auch weg. Du bist auch weg. So, nochmal hier fix Munition. Ich habe ja noch ein bisschen Waffen, habe ich ja noch. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber hier, da hinten ist noch ein Gegner. Und hier auch. So, zwei Shot. Wo haben wir ihn denn? Scheint der letzte zu sein. Schätze ich mal. Da. Das hat nicht geklappt. Ah, man muss dann zum Schluss immer noch diese Kleinen jagen. Das ist irgendwie ein bisschen bitter. So. Nächste Fuhre. Ich gehe mal hier ein bisschen mehr in Sicherheit. Weil ich mir hier das hier oben nicht verkacken will. Oh. Ei. Jesus. Zwei Dicke, die sind echt... Boah, das ist echt hart. So, wenig Munition. Ja, ich weiß. So, Nummer 1. Die sind aber auch aggro, ey. Komm schon. Komm schon. Weg. Ja. Leute, ist das nicht einfach. Zack, so. Scheint es immer noch nicht überlebt zu haben. Doch, jetzt ist der Speicherpunkt da. Alter Schwede. So, das heißt, ich muss jetzt hier wahrscheinlich dann raus da unten. Das hatte ich ja schon gesehen gehabt. Das hebe ich mir aber für die nächste Folge auf. Ich habe es jetzt hier mit dem zweiten Anlauf geschafft, aber ich bin nicht durch die Gegner gestorben. Das finde ich, das muss ich nochmal deutlich sagen. Vielmehr bin ich selber umgefallen, weil ich so doof war und einen Fehler gemacht habe. Oh, da will ich eigentlich rein. Aber das gucke ich mir einfach nächste Folge mal an. Dann nehme ich euch wieder mit. Und ja, bis dahin. Mein Name ist Kalle. Viel Spaß noch. Yeah.